Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Mass Effect 2 für die Xbox 360 und im letzten Part sind wir hier stehen geblieben auf Sates Loyalitätsmission. Wir haben diese Brücke hier gebaut oder wieder eingeschaltet und wir haben interessante Informationen über Sate bekommen, nämlich dass ihm schon mal jemand eine Kugel in den Kopf gesetzt hat und er es tatsächlich überlebt hat. Wow. Naja, gut, ich meine, Shepard war wirklich komplett tot und wurde wieder zusammengesetzt. Deshalb sollte das auf jeden Fall möglich sein, auch wenn es, ja, schwierig zu glauben klingt. Gut, hier haben wir glücklicherweise keine Gegner vor, aber wenn wir gerade die Blue Suns-Durchsage gehört haben, wahrscheinlich werden da drin eine ganze Menge Blue Suns auf uns warten. Said Mahsani, Sie haben mich endlich gefunden. Wieder. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie's. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Renn, du Schwein. Das war Ihr Todesurteil, Mahsani. Was machen Sie da? Öffnen Sie das Tor. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen böse werden, weil sonst wird es schwierig, Sate überhaupt zum Überleben zu bekommen. Wenn Sie das nächste Mal den Zwang verspüren, etwas in die Luft zu jagen, sagen Sie mir vorher Bescheid. Vido war siegessicher, hatte viele Männer. Jetzt hat er den Heimvorteil verloren. Wenn wir weiter Druck machen, entkommt er nicht. Sie unternehmen nichts, ohne mich vorher zu informieren. Das ist meine Mission. Vergessen Sie das nicht. Ich bin hier, um Vido Santiago zu töten. Wenn ich Ihnen bei Ihrer Mission helfen soll, sorgen Sie lieber dafür, dass der Kerl heute stirbt. Sie wollen ihn tot sehen? Dann stirbt er. Alles andere ist mir egal, solange Vido eine Kugel schluckt. Okay, kämpfen Sie sich durch die brennende Raffinerie und halten Sie Vido Santiago. Hui, da sind ja schon welche. Jetzt stirb! Ja, wir müssen ein bisschen böse sein. Denn sonst wird es schwierig, Said dazu zu bekommen, dass er am Leben bleibt. Ich hoffe, ich habe es jetzt gerade richtig gemacht. Ui. Weil es kann tatsächlich passieren, dass er hier stirbt. Und diese Loyalitätsmission kann tatsächlich auch scheitern. Das ist nicht mein Ziel, denn ich möchte, dass alle meine Crewmitglieder loyal hinterher zu mir sind. Wir werden sehen. Hilfe! Wir sind eingesperrt! Wir kommen nicht zu den Gasventilen, um sie abzudrehen! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Ich verstehe ja, warum Sie Vido tot sehen wollen. Aber ist er es wirklich wert, diese Menschen verbrennen zu lassen? Ich bleibe nicht hier, um zuzusehen. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido! Und wenn er flieht, gebe ich Ihnen die Schuld. Na los, bevor Vido fliehen kann. Freut mich, dass Sie meiner Meinung sind. Nein! Hilfe! Nein! Ja, genau. Das ist das, was ich gelesen habe, was passieren muss. Hier ist, glaube ich, ein Clipping-Fehler. Naja, gut. Wow. Hier fliegt wirklich alles in die Luft. Krass. Okay, ich denke, jetzt sind wir beim Boss. Uiuiui, komm, duck dich. Komm, zack. So, was wir mal... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte dieses Rad. Wir können hier einmal Brandmunition bei Grunt aktivieren. So, denn das hilft für die komplette Mission, so wie Graydon Grimm mir das gesagt hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das auf jeden Fall so sein. So, wo ist Vido? Das sieht aus wie Vido, oder?
Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da hinten. Oh nee, das sind aber ganz normale Schützen. So. Kommen da noch mehr? Ja. Yusans Pyro. Wirklich? Pyromanen hier? Das kann ja nur gut gehen. Tür. Ja. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, um diese Loyalitätsmission zu richtig zu machen. Servus. Okay, 6000 Credits. Nehme ich gerne mit. Forschungsterminal. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Mehr Sturmgewehrschaden ist mehr Sturmgewehrschaden. Finde ich gut. Ui. Ja. Habe ich auch gemerkt, dass hier Feinde sind. Ach, shit. So. Dino, hören Sie auf, sich hinter diesen Männern zu verstecken. Ui, bück dich doch, Shepard. Ui, da feuert sogar jemand mit Biotik auf uns. Und es sind wirklich viele Männer. Ui. Komm. Zack. Das ist hier echt hier. Wir stehen hier voll unter Beschuss. Und das quasi bei dem allerersten Crewmitglied, das wir bekommen haben. Krass. Selten, dass sowas so früh passiert. Okay, wir hatten hier mehrere Türen. Hier sind welche rausgekommen, aber da kommen wir nicht rein. Okay. Wahrscheinlich. Ne, da oben kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen definitiv durch diese Tür. Aber wir nehmen die Munition mit. So, nochmal schnell nachgeladen. Und weiter geht's. Ja, ich denke, die Tür da oben, die wir gesehen haben, war wirklich einfach nur dafür, dass da Gegner durchkommen. Warum auch immer man sie mit einem Symbol hinterlegt hat, dass wir sie öffnen könnten. Tön. So, raffiniertes Palladium. Sehr schön, ich mag Mineralien. So, her damit. So, was haben wir hier? Nix. Oh, neues Gewehr. Firestorm. Das ist wertvoll. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Shepard. Was ist denn das? Ein Flammenwerfer. Geil! Der aber irgendwie keine Munition hat. Firestorm, Locust, ja, die Locust will wir. Wollen wir. So. Jetzt haben wir 4 Waffen. Habe ich das richtig verstanden? Oder ist das eine weitere... Ne, ist eine weitere schwere Waffe. Wir hatten vorher auch schon 4 Waffen, ne? Ja. Okay, da geht's weiter. Und was ist hier? Ui. Shit. Wow. Das ist einfach nur ein anderer Weg in den Raum. Stirb. Sind da noch mehr? Und hier können wir unsere Ausrüstung wechseln. Vielleicht will ich auch wieder auf den Raketenwerfer, weil der Flammenwerfer schön und gut, aber ich glaube nicht, dass der mir langfristig was bringt. Vor allen Dingen, weil ich keine Munition dafür habe. Was haben wir hier? Energiezellen, okay. Aha. Na gut, mit 260 Munition kann der dann schon wieder was bringen. Na gut, lassen wir das mal. Bleiben wir mal beim Flammenwerfer. Auf jeden Fall haben wir den jetzt für unsere Sammlung. Das ist schon mal auch sehr praktisch. Okay, Medizinkit. Ja, mach das. Und du wirst als erstes davon benachteiligt sein. So. Wie viele Gegner haben wir denn hier? Noch einer. So. Einmal schön durch Said durchschließen. Wo sind denn noch mehr Feinde? Ich sehe keine. Da hinten. Zack. So. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Zack, frisst Biotik. Und du auch noch. Dann stirb halt an der Biotik. Au. Der Treibstofftank löst sich. Schießen Sie da auf. Schießen Sie das Ding ab. Fuck.
Okay, okay, okay. Ei, 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 ei. Habe ich irgendwas Falsches kaputt geschossen? Ich glaube nicht, ne? Nur Grunt hat jetzt gerade etwas medizinische Nachteile, könnte man das nennen. Okay. Komm, fahr wieder zurück. Ich will das Ding nicht auf meine Leute runterschmeißen. So. Ja, du bist ja mit Feuer umgehen gewöhnt, ne? So, zack. Ganz schön viele Gegner. Ich glaube, so viele Gegner hatten wir noch nie in einer Mission. Boah. Krass. Der hat aber gut reingehauen jetzt gerade. Uiuiui. Also, da hatten wir echt nochmal Schwein, dass wir da nicht draufgegangen sind. So ein Pyro kann schon gut Schaden anrichten. Okay. Wow, da hatte ich gerade Ymir-Mech. Was? Scheiße. Da bringt uns der Flammenwerfer natürlich gar nichts. Okay. Wir versuchen es mal mit der Vindicator. Die macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden als die... als die normale Pistole. Aber wir sollten auch gucken, dass wir hier nicht die ganze Zeit von dem Mech getroffen werden. Okay. Sehr schön. Geht gleich hoch. Das war... krass, aber... ich glaube, wir haben es ganz gut gelöst. Warum sind hier so viele Türen? Was haben wir hier? Hier können wir irgendwas bergen. Bergen. Dann bergen wir ein paar Bergen. So, Bergungsgut, okay. So, wo sollen wir hin? Wir sollen dahin. Ne, sagt mir nichts. Sollen wir durch die Tür hier? Nö. Oder doch? Nein, nein, nein. Das sieht nicht so aus. Gucken wir hier rein. Ja, hier können wir noch ein paar bergen. Ich glaube, das ist da hat man irgendwas vergessen zu übersetzen, oder? Sieht für mich auf jeden Fall so aus. So, dann haben wir hier unten noch Türen, zu denen wir nicht hinkommen. Hä? Da Fuck? Können wir hier so drüber springen? Nein. Wie kommen wir denn da... ah, hier. Okay. Mhm. So. Auch hier haben wir wieder drei Türen. Und das System sagt, wir müssen wohin? Darüber. Ja gut, dann nehmen wir erstmal die zwei Seitentüren. Wahrscheinlich auch wieder einfach Räume, in denen Gegner gespawnt sind. Gucken wir mal. Ja, hier gibt es auch nichts weiter zu bergen. Wahrscheinlich wirklich einfach Räume, in denen Gegner gespawnt sind. Eieieiei, dieser Vido geht mir ganz schön auf die Nüsse. Was haben wir hier? Auch nix. Krass. Ja, Level-Design, ne? Entwerfe Räume, die zu nichts führen, wo nichts drin ist. Kann man drüber streiten. Okay. Rache. Said, bitte. Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich, das stimmt nicht. Es ist 20 Jahre her. Sehen Sie sich an. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Said, bitte. Ich werde hier sterben. Tun Sie doch etwas. Brenn, du Schwein. Krass. Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz schön rücksichtsloser Typ, dieser Said oder whatever. Aber wir haben seine Loyalitätsmission abgeschlossen und das ist die Hauptsache. Deshalb musste ich auch ein paar Leute opfern. Stufenaufstieg, wir haben einen Gruppenpunkt erhalten, sehr schön. Die Raffinerie von Eldefell Ashland auf Zoria ist zerstört, das gesamte Personal gefallen. Wirft eine Sprenggranate, die beim Aufprall explodiert und Flammenwellen in alle Richtungen ausstrahlt. Der Feuerschaden wirkt selbst gegen Panzerung, sehr schön. Neues Outfit, wir haben die M451 Firestorm.
Reichweite ist zwar kurz blockiert, aber die Regenerationsfähigkeit von Vorcha und Kroganern. Effektiv gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren. Dann haben wir Sturmgewehrschaden, Credits, Palladium. Sehr schön. Gut. Und ich glaube, wir landen wieder zurück an Bord der Normandy. Ja. Cool. Leider werden wir mit Said jetzt keinen neuen Dialog freigeschaltet bekommen, weil der Typ einfach nicht redet. Ich glaube, das Einzige, was man von ihm hört, ist tatsächlich, dass bei der Rekrutierung und halt jetzt die kurzen Zwischensequenzen in dieser Mission. Wobei ich die Mission tatsächlich gar nicht schlecht fand. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay, dann schauen wir doch gleich mal nach. So, es könnte auch Ihnen passieren, von Elkos Mailverteiler. Ein Drell lag im Ozean im Sterben. Er hatte das Körpel-Syndrom. Und da war dieser Traum. Die Entflammten kamen zu ihm und zeichneten den Verlauf seines Lebens nach. Der Drell sah die Irrungen und Wirrungen und manchmal schwammen die Entflammten an seiner Seite und ihre Gliedmaßen wirbelten das Wasser auf. Manchmal war er auch allein. Der Drell sah, dass die einsamen Momente die schwersten in seinem Leben waren. Er fragte die Entflammten, warum wurde dieser verlassen? Das Licht der Entflammten leuchtete hell und sie antworteten, du wurdest niemals verlassen. In den schweren Zeiten deines Lebens waren es unsere Körper, die dich durch das Wasser getragen haben. Der Drell erwachte und sah, dass sein Corporal-Syndrom geheilt war. Wenn sie dem Licht der Entflammten folgen, kann ihnen das auch zuteil werden. Wo die Entflammten hingehen, dorthin werden wir ihnen folgen und wo ihr Licht zur Sonne wird, werden wir die Sterne sein. Leiten sie diese Nachricht an 6 Wesen aus ihrer Bekanntschaft weiter, dann wird sich ihr größter Wunsch erfüllen. Das ist wunderschön. Okay. Eine Nachricht von Korban. Betrifft RE Keeper. Hoffentlich gilt diese Adresse noch. Ich habe Ihnen Informationen über die Keeper versprochen, sofern ich welche finde. Und das hier ist wirklich wichtig. Erinnern Sie sich an die Scans, die Sie gemacht haben? Sie beweisen, dass die Keeper biotechnisch hergestellt wurden und aufgrund meiner Vergleiche mit Teilen von Sarens Flaggschiff Sovereign muss das vor Millionen von Jahren geschehen sein. Sovereign und Keeper wurden von den gleichen Wesen hergestellt. Sie verstehen die Bedeutung dieser Erkenntnis vielleicht nicht sofort, aber daraus folgt, dass die Citadel gar nicht das Werk der Proteaner ist. Sie könnten von viel älteren Wesen erbaut worden sein und die Keeper waren deren organische Wachen. Und noch etwas, laut meinen genetischen Werten sollten sie auf etwas reagieren, ein Signal oder so, und zwar alle 50.000 Jahre. Genetische Varianten sind nämlich durchaus messbar. Es ist ungefähr so, als wenn man an den Ringen eines Baumes abliest, welche Jahre besonders trocken waren. Wer das auch immer war, naja, das letzte Mal, als das Signal gesendet wurde, war ungefähr zu der Zeit, als die Proteaner verschwanden. Und in nächster Zukunft müsste es wieder soweit sein. Wenn die alte Tech noch funktioniert, könnten da einige unangenehme Überraschungen auf uns warten. Ich dachte nur, dass sie das vielleicht interessiert. Hier auf der Citadel will mir nämlich niemand zuhören. Ja, so wie uns auch niemand zuhört. Aber ich glaube, dass man diese Mail tatsächlich nur bekommt, wenn man im ersten Teil von Mass Effect diese Sidequest gemacht hat, wo man die Keeper scannt. Finde ich sehr cool. Korban war ein sehr angenehmer Zeitgenosse, auch wenn er illegale Machenschaften hat. Gut, an Grunts Commander von Schamane Örtnet. Verdammt, ich hasse diese Dinger, aber Sie müssen das hören. Sie gehören zu Grunts Krant und sind sein Commander. Sorgen Sie dafür, dass er am Leben bleibt. Hier muss ich höflich bleiben und meine Rolle spielen, aber unser Volk stirbt. Für Kroganer war das Überleben schon immer wichtiger als die Tradition. Und wenn wir als Volk überleben wollen, brauchen wir Ihren laborgezüchteten Grunt. Okir war zwar wahnsinnig, aber er hatte einen Plan und das kann von den meisten auf diesem Gesteinsbrocken hier nicht behaupten. Also bringen Sie Grunt nach Ihrer verdammten Mission zurück. Mein Volk braucht ihn und sollten Sie alle getötet werden, werde ich auf ihre Gräber pissen. Schamane Örtnet. Okay, ja, ich denke, das werden wir tun. Gut, wir fangen an mit unserer kleinen Bordtour bei Jacob. Hi. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Hast du was Neues für uns? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Es geht mir gut, Shepard. Nee. Wir sprechen später. Commander. Dann halt nicht. Okay, gehen wir rüber in die Forschungsstation. Ich meine, mich erinnern zu können... Nee, da wollen wir gar nicht rein. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir im letzten Part recht viele Mineralien gesammelt haben. Genau. Das ist schön. Wir könnten zum Beispiel die Medizin-VI-Traumamodul. Einigkeit halt ihre Gruppe auf volle Gesundheit. Okay. Oder Schild-Upgrade. 20% weniger Schaden. Das wäre natürlich geil. Braucht aber 25.000 Palladium. Was haben wir denn hier? Kroganische Vitalität. Naja, für Platin ist das schön. Neue schwere Waffe. Auch nicht schlecht. Munition für schwere Waffen. Naja. Kybernetik-Upgrade. Durch Nahkampfangriffe 50% weniger Schaden. Jetzt die Frage, wie oft erleiden wir Nahkampfangriffe? Ich glaube, da wäre mir das...
Schild-Upgrade doch durchaus wichtiger. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall die neue schwere Waffe mit. So. Was haben wir noch? Das Panzerungs-Upgrade würde ich auch mitnehmen. Die gehärteten Schilde. Vielleicht auch das Trauma-Modul. Ist gar nicht so schlecht. So, was können wir denn noch machen bei den Waffen? Wir könnten für die Maschinenpistole extra Munition machen. Ja, finde ich gut. So. Wer benutzt denn das Präzisionsgewehr? Das wäre Garrus. Garrus mag ich eigentlich. Ich denke, das nehmen wir mit. Na? So, Schrotflinte, Schaden. Okay, falls wir Grunt mitnehmen, ist auch okay. Bei den Panzerungsupgrades haben wir nichts mehr. Und Prototypen. Wir könnten die kroganische Vitalität noch erhöhen. Ja, es ist auch gar nicht so schlecht. So. Cool. Da haben wir erstmal eine ganze Menge freigeschaltet. Sprechen wir mit Mordin. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Besser später. Habe vermutlich eine Lösung für Jokers Zustand. Eine einfache Behandlung würde... Nein, nein. Zu Leberversagen führen. Nicht so schlimm. Auf ein neues. Noch etwas? Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Super. Ich. Ich mag Mordin. Vor allem seine Sprüche sind echt klasse. Okay. Gucken wir mal, dass wir diese Bordtour noch schnell durchbekommen. Hier hätten wir Miranda, Garrus. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall noch hin. Mit Samara und Tali brauchen wir gar nicht zu reden. Weil die ja ihre Loyalitätsmission noch nicht abgelegt haben. Im nächsten Part werden wir uns dann auf die Mission von Tali machen. Genau. Aber mit den anderen sollte man zumindest nochmal versuchen zu sprechen. Es ist einfach Netiquette, ne? Ein Chef muss gucken, ob es seinem Team gut geht. So, hier haben wir Samara, mit der brauchen wir gar nicht zu sprechen. In die Damentoilette, da kriegen wir nur wieder Ärger von Edi. In der Lebenserhaltung haben wir Thane. Thane will vielleicht mit uns sprechen. Shepard, haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Nein. Halt. Keine Sorge. Ich muss jetzt gehen. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Ja, mach das. Ich weiß nicht, kommen da nochmal irgendwelche Dialoge oder sind wir einfach durch mit allen Dialogen? Hier haben wir Kazumi, mit der brauchen wir auch nicht zu sprechen. Nee. Dann haben wir hier auch nur noch Miranda, mit der es sich lohnt, mal sich zu unterhalten. Hast du irgendwas Neues? Was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Okay, dann nicht. Natürlich, Commander. So. Dann sind wir hier auch schon wieder durch. Oder? Miranda, Garrus. Mit Garrus haben wir noch nicht gesprochen. Oh. Falscher Fehler. Dann wollen wir nochmal schnell zu Garrus rennen. Vielleicht hat der ja noch irgendwas Cooles. Jetzt, wo wir sein Sniper-Gewehr aufgewertet haben. Hi. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gut. Dann halt nicht. Wer hätte das gedacht? Garrus ist natürlich auch wieder irgendwie beschäftigt. Okay, gut. Machen wir weiter, ganz unten. Zum Glück geht das Laden innerhalb der Normandy relativ schnell. Hier haben wir noch Jack und Grunt. Jack und Grunt haben wir hier noch. Ansonsten haben wir natürlich noch Thane und Tali, aber die wollen natürlich nicht mit uns sprechen. Gut. Backbord-Frachtraum. Glauben Sie, wir werden das hier überstehen? Hier sind wir bei Tali. Nein, mit der brauchen wir nicht zu sprechen. Gehen wir mal hier runter. Gucken mal, ob Jack wieder irgendwas für uns hat oder ob sie immer noch sagt, nee, das mit der Beziehung und so, ne, ist ein bisschen doof, ja. Hi. Reden Sie mit mir, Jack. Ja, warum? An einer dämlichen Liebesaffäre bin ich nicht interessiert. Geht sowieso immer schief. Warum halten Sie den Abstand zwischen uns so groß? Murdoch. Ein Typ.
Hat mich benutzt, wie die anderen. Für Sex, für Biotik. Hat Spaß gemacht. Und er hat alles ruiniert. Wir hatten es auf eine Waffenfregatte mit batarianischer Eskorte abgesehen und wurden getrennt. Er hatte die Wahl. Mit den Waffen abhauen oder mich raushauen. Der Idiot hat die Beute geopfert und ist voll in die Schielereien marschiert. Ich hab's dann zum Shuttle geschafft, aber er kam nicht mehr raus. Und? Nach etwa einem Tag spielt das Shuttle plötzlich eine Aufnahme ab. Er hatte das so eingestellt, falls er nicht an Bord sein sollte. Weil er dann tot wäre, hat er vermutlich gedacht. Hat über unsere gemeinsame Zukunft gesprochen. Dass er vorgehabt hatte, uns ein Zuhause einzurichten. Dass er mich liebt und dass es ihm leid tut, dass nun nichts daraus wird. Sie glauben, sein Tod sei Ihre Schuld? Nein. Er hat sich das selbst zuzuschreiben. Wer Gefühle hat, wird schlampig. So einfach ist das. Er musste das erkennen und Sie werden es auch noch merken. Wenn er Sie zurückgelassen hätte, wären Sie jetzt tot. Na und? Hab ich schon mal auch nur gezuckt? Bin ich weggelaufen? Der Tod ist kein Problem. Nur ein Schalter. Ein aus. Aber das setzt dich fest. Und am Ende bist du innerlich leer. Wie diese Husks. Soll ich das einfach annehmen und sagen, danke, toter Mann? Ich kann das alles vergessen machen, Jack. Aber nicht in ein paar kurzen Gesprächen. Ach ja? Ich hab doch gesagt, das mit uns funktioniert nicht. Jetzt werden Sie wohl wieder mehr Zeit auf den oberen Decks verbringen. Nein, denn ich werde hier bei dir sein. Aber Sie sagten doch gerade... Ich sagte, ich kann es nicht in Ordnung bringen. Ich sagte nicht, dass du es nicht wert wärst, trotzdem zu bleiben. Okay, was soll die Scheiße, Shepard? Ich weiß, dass du einen Riesenhaufen Scheiße aufgetürmt hast, hinter dem du dich versteckst. Aber das macht mir einfach keine Angst. Glaubst du, ich habe mir das selber angetan? Stück für Stück. Warum lässt du dich dann darauf ein? Ich weiß nicht. Kleines Schiff. Ich muss darüber nachdenken, okay? Lass mich einfach allein. Ups. Verdammt. Naja, so aufdringlich wollte ich jetzt auch nicht werden auf Jack. Eieieiei. Wie gesagt, eigentlich die Romanze will ich eigentlich gar nicht eingehen, weil ich eigentlich zu Dingens, nicht zu Charlie, sondern zu Liara, loyal bleiben möchte, treu bleiben möchte. Ich hoffe, dass das klappt, das gelingt mir irgendwie. Nee, hier sind wir aber auch falsch. Scheiße, wo war denn Grunt? Ach, da ganz hinten, ne? Wir kriegen tatsächlich noch ein weiteres Crewmitglied, aber ich weiß gar nicht, wo der hinkommen soll. Ich finde irgendwie keine Tür mehr, die verschlossen ist. Ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich erweitere meinen Horizont und habe jetzt eine Liste meiner Feinde. Ich stelle mir vor, welchen Spaß es machen wird, sie alle aufzuschneiden und zu zerschmettern. Ich habe da dieses eine Bild von einem Salarianer vor Augen. Dieses, wie heißt das Ding auf dem Kopf, ist aufgerissen. Ich wette, dafür wurde eine ganze Generation lang Rache geübt. Aber für die sind das ja nur ein paar Wochen. Also, was wollten Sie? Wissen Sie, ich dachte, die Verbindung zu Ihrer Vergangenheit würde für Stabilität sorgen. Sehen Sie, langsam wird's lustig. Ich erinnere mich an gute Todesfälle und Sie machen diese ulkige Menschennummer. Meine Aufgabe ist Zerstörung. Für Richtung und Kontrolle sind Sie zuständig, Kampfmeister. Wegen Ihnen bin ich ein Soldat und keine Leiche oder ein tollwütiges Tier. Danke, Shepard. Sie haben mir eine Aufgabe gegeben. Und jetzt besorgen Sie mir bitte was Großes zum Töten. Okay, da haben wir doch mal wieder ein paar Vorbildspunkte gesammelt, auch wenn wir da gar keine mehr sammeln können, denn da sind wir, glaube ich, schon voll. Okay, gut, wir haben mit unserer Crew gesprochen, das heißt, wir haben unseren Soll erfüllt. Fahren wir zurück ins KIZ und dann würde ich sagen, beenden wir diesen Part. Und im nächsten Part werden wir dann direkt auf Talis Loyalitätsmission aufbrechen. Vielleicht vorher noch ein paar Planeten scannen, um wieder ein paar Mineralien für weitere Forschungen zu sammeln, aber das nur kurz am Rande. Gut, dann würde ich sagen, danke ich euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht, einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, sage ich, keep gaming und ciao.